Der SV Darmstadt 98 im Jahr 2014. Tore am Fließband. Regelmäßig Feierstimmung am Böllenfalltor. Und das alles nach dem sportlichen Drama im vergangenen Sommer. Darmstadt 98 ist abgestiegen, muss den Gang in die vierte Liga antreten. Das Gefühl des Abstiegs auch ein knappes Jahr danach kann sich Torwart Jan Zimmermann noch genau daran erinnern. In den ersten Stunden ist es einfach nur ein Gemisch aus Enttäuschung, Leere, Wut, weil die Situation einen einfach übermannt. Und man wird am liebsten, also so ging es mir, ich wäre am liebsten raus auf den Platz gegangen, hätte das Spiel nochmal gespielt, um es zu gewinnen, um eben das dann doch zu schaffen. Nach Wochen des Bangens dann doch der Trainingsauftakt in der dritten Liga. Denn die Offenbacher Kickers bekommen wegen finanzieller Probleme keine Drittliga-Lizenz. Offenbach steigt ab, Darmstadt bleibt drin. Im DFB-Pokal dann das erste Saisonhighlight. Ausverkauftes Haus gegen den Bundesligisten aus Gladbach. Packendes Spiel und dann auch noch Elfmeterschießen. Ergota oder Zimmermann. Es ist die Latte, die entscheidet. Darmstadt ist weiter. Der Spielverlauf mit der Verlängerung und dann Elfmeterschießen, mit dem entscheidenden Elfmeter, der dann gegen die Latte geschossen wurde, war für uns alle etwas Einzigartiges und vor allem, denke ich, für den Teamgeist auch extrem wichtig. So ein Erfolgserlebnis schweißt sehr zusammen. Und es dient als Initialzündung für die Liga, denn dann läuft's besonders bei Dominik Strohengel. Der beste Torschütze der Liga trifft gegen Rostock sogar viermal in einer Halbzeit. Jetzt wissen wir ja alle, dass drei Tore am Stück in einer Halbzeit Hattrick heißt im Fußball. Was heißen denn vier innerhalb von 25 Minuten? Quattrick. Ich habe keine Ahnung. Vorne Strohengel, hinten eine stabile Abwehr und ein überragender Jan Zimmermann. Die Folge: Darmstadt darf auf einmal von der zweiten Liga träumen. Eine kurze Durststrecke im November mit drei Niederlagen in Folge kann die Mannschaft nicht aufhalten. Dann haben wir einfach weitergemacht. Wir haben uns da nicht aus der Spur bringen lassen. Wir haben auch nicht an uns gezweifelt, weil wir sehen ja, wie wir unter der Woche arbeiten. Wir sehen, was wir abliefern können. Und da hat der Trainer dann natürlich auch die richtigen Worte gefunden, um uns wieder richtig einzustellen und da gar keine Negativspirale in Gang setzen zu lassen. Denn die Lilien gewinnen auch die engen Spiele. So wie gegen Münster, als Strohengel schon in der ersten Hälfte gelb-rot zieht. Dann springen eben andere in die Bresche, so wie Sandro Sirigu beim überragenden 2:0 Siegtreffer. 17 Spiele ohne Niederlage, die Zweitligarelegation ist schon sicher. Die einzige Baustelle in Darmstadt ist das marode Stadion. Und über allem steht nun die Frage, wo werden die Lilien und ihre Fans in Zukunft jubeln?